Rad- und Motorsport Osel, das Burghauser Fachgeschäft in der Robert-Koch-Straße 18. Ihr Fachhändler für sämtliche Jobradmodelle mit vielen Marken. Mountainbikes, Stadträder, E-Bike und Pedelec. Mit umfassender Beratung, Service und eigener Werkstatt. Rad- und Motorsport Osel, Ihr Partner für Räder in Burghausen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen vom Burghauser Skatepark. Heute am 13. April ist er offiziell eingeweiht worden und damit ist die große Freisportfläche in Lindach im Burghauser Westen auch abgeschlossen. Wir schauen uns für Sie um und nehmen Sie mit auf eine Reise auf die rollenden Räder. Am 13. April fand um 15 Uhr die offizielle Eröffnung des Skatepark Burghausen statt. Und dass diese Sportart der Stadt wichtig ist, sah man auch daran, dass alle drei Bürgermeister sich zum Eröffnungstermin einfanden. Florian Schneider, Burghausens erster Bürgermeister, bedankte sich bei den Initiatoren und bei der Unterstützung für die LIDA-Anträge, auch namentlich bei Tittmundings Bürgermeister Andreas Bratzdum für seine Unterstützung. Florian Schneider zur Fertigstellung des Sportareals in Burghausen. Skateboardfahren, glaube ich, ist zeitlos. Ist zeitlos und ist genau eben was für die ganze Familie. Da können Väter mit ihren Kindern skateboarden, Mütter mit ihren Kindern, wie auch immer. Also Burghausen ist eine Sportstadt, ist eine Kulturstadt, aber ist vor allem auch einfach eine Stadt mit Lebensqualität. Und da gehört das bunte Angebot dazu. Und hier im Südwesten ist jetzt dieses ganze Sportareal ganz rund abgeschlossen. Natürlich auch dank der Unterstützung des Freistaats mit der LIDA-Förderung. Genau, also wir haben hier Förderung bekommen, aber natürlich, es kostet trotzdem viel Geld. Es hat in etwa 360.000 Euro gekostet, ungefähr 150.000 Euro Förderung haben wir bekommen, das ist viel. 200.000 haben wir selber bezahlt, aber wir haben es gern bezahlt, weil es wirklich hier ideal in dieses Freizeitgelände rauspasst und weil wir jetzt mit Motorikpark, mit Bikepark, mit Skatepark, dem daneben liegenden Spielplatz und alles wirklich ein tolles Gelände haben. Die Eröffnungsfeier war mit einer Hommage an den Skater Tony Hawk und das nach ihm bekannte Videospiel Tony Hawk Pro Skater verknüpft. Tony Hawk zählt seit den 1990er Jahren zu den bekanntesten Skateboardern weltweit. Ein jeder Skater kennt ihn. Wie im Videospiel auch, so gab es bei der Eröffnung Wettbewerbe, bei denen die Teilnehmenden Preise gewinnen konnten. Im Anschluss an die Challenges fand noch ein Rennen statt. Wer konnte den gesamten Parcours am schnellsten abfahren? Den ganzen Nachmittag gab es lockere Stimmung, Musik und es wurde gegrillt. Am Abend ab 20 Uhr stieg im Jutz noch eine Party. Quirin Meilhammer ist ein erfahrener Skater. Was macht für ihn einen guten Skatepark aus? Quirin, du warst von Anfang an in den Planungen dabei, aber mal zurück zu deinen eigenen Wurzeln. Wann hast denn du mit dem Skaten angefangen? Boah, das hat 2014 begonnen. Da habe ich so mein erstes Board gekauft vom Globus in Mühldorf. Da habe ich es auch noch nicht so ernst genommen, da bin ich nur gesessen und gefahren. Aber dann mit 16 habe ich dann so richtig angefangen, war jeden Tag am Burghauser Park. Jo, war schon, das war so der Anfang. Und seitdem eigentlich durchgehend bis 2018 oder sowas, weil da hatte ich was im Knie. Nee, 2017, nee, 19, also egal. Aber was sagst denn du als erfahrener Skater fachlich zu dem ganzen Platz? Denn genau das ist was, das können viele überhaupt nicht beurteilen. Warum braucht es die ganzen Hindernisse? Warum muss eine Rampe so sein und nicht so? Ja, also ich muss sagen, es gibt auf jeden Fall viel Abwechslung hier im Park. Man findet jeden Tag was Neues zum Fahren. Es ist auch für jeden was dabei. Am besten sollen die Kinder schon anfangen, vorm Gehen, sich aufs Brett stellen und losfahren, weil es einfach so viel Spaß macht und jo. Ja, und das ist auch gut fürs Gleichgewicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist alles beansprucht, Ausdauer, man ist auch die ganze Zeit auf Trab, das ist gut, Bewegung, sitze ich daheim. Skateboarding wurde als eine der vier zusätzlichen Sportarten angekündigt, die in Paris 2024 bei den Olympischen Spielen vertreten sein werden. Mit der Fertigstellung des Skateparks ist das Bauprojekt Funpark abgeschlossen. Motorikpark, Bikepark und Skatepark bilden zusammen ein großes Areal für Kinder und Jugendliche und natürlich Erwachsene, um draußen gemeinsam Spaß zu haben, gemeinsam zu trainieren und sich zu bewegen. Das knapp 12.000 Quadratmeter große Areal, sämtliche Anlagen der Infrastruktur und
Alle Sportarten sind für Anfänger und Fortgeschrittene bestens geeignet. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, und damit verabschieden wir uns vom Skatepark in Burghausen. Skaten, das ist eine Leidenschaft, die ein Leben lang halten kann. Man sieht es an der Altersstruktur, die hier vertreten ist. Nicht nur die jungen Kinder, nein, auch die 40, 50 und fast 60-Jährigen sind hier am Skaten und zeigen dem Nachwuchs ihre Tricks. Und Skaten, da ist Burghausen jetzt wieder zukunftsträchtig dabei, denn schließlich ist Skaten neuerdings eine olympische Disziplin. Rad- und Motorsport Osel, das Burghauser Fachgeschäft in der Robert-Koch-Straße 18. Ihr Fachhändler für sämtliche Jobradmodelle mit vielen Marken. Mountainbikes, Stadträder, E-Bike und Pedelec. Mit umfassender Beratung, Service und eigener Werkstatt. Rad- und Motorsport Osel, Ihr Partner für Räder in Burghausen.